Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir, seid ihr hier, Nasirat und Adfal, um zu sehen, was genial. Alles, was ist, Fit for Kids. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Nasirat und Atfal-Geschwister, heute sind wir hier im Karlsruher Messegelände und mit einer Spezialsendung wollen wir euch informieren, was genau hier in dieser Versammlung stattfindet. Genau, denn neben der jährlichen Jalsa Salana ist das Ijtima die zweitgrößte Versammlung der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Und was genau passiert in Ijtima? Maria, weißt du das? Aber natürlich, in einem Ijtima kommen alle Lajnas und Nasirats deutschlandweit zusammen, um mehr Wissen zu erlernen. Weißt du, Amna, nach verschiedenen Wettbewerben, die in vielen Gemeinden stattfanden, werden hier die finalen Wettbewerbe durchgeführt. So treten dann sozusagen die Besten in verschiedenen Gebieten gegeneinander an. Und die Gewinner bekommen vor allen Gemeindemitgliedern Preise. Richtig, doch diese Wettbewerbe nahmen erst 1922 durch die Gründung der Lajna im Alter von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed Raziallahu Ta'ala Anhu, den zweiten Khalifa der Jamaat ihrer Anfang. Der Zweck der Gründung war vor allem die Bildung der Frauen und Kinder in religiöser Hinsicht. Apropos Bildung, bevor wir mit den einzelnen Segmenten anfangen, wisst ihr Kinder bestimmt, dass wir immer zuerst mit den Worten Allahs anfangen. Kommt, lasst uns mit voller Aufmerksamkeit zuhören. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Im Namen Allahs, des Gnädigen und Barmherzigen. Aller Preis gehört Allah, dem Herrn der Welt, dem Gnädigen, dem Barmherzigen, dem Meister des Gerichtstages. Dir alleine dienen wir, zu dir allein flehen wir um Hilfe. Führe uns auf den geraden Weg, der Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, die nicht dein Missfallen erregt haben und die nicht irre gegangen sind. Diese Atmosphäre ist doch so schön, oder? Wie sich alle versammeln, nur um Wissen zu erlernen. Ja, Maria, dies tun aber Muslime nur weil der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Muslime mehrere Male darauf hingewiesen hat, Wissen zu erwerben. Stimmt.
stimmt. Ich kenne auch eine Hadith. Zum Beispiel sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, strebe nach Wissen, selbst wenn du zu diesem Zweck bis nach China gehen müsstest. Daran sieht man, wie wichtig es für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war, dass wir Muslime Bildung und Wissen erlernen. Möge Allah uns die Kraft geben, den Anforderungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerecht zu werden. Amin. Zum Thema Bildung, liebe Nasrat und Atfal, hat auch eine schöne Hadith für euch vorbereitet. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali und denke ma sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidu majid. Talabul inni farizatun ala kulli muslimin. Gibt es eigentlich auch Hadith-Wettbewerb? Ich glaube nicht, aber es gibt Nizam-Wettbewerbe. Kommt, liebe Kinder, lasst uns einen Nizam anhören, wobei es auch um Wissen geht. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht einst ihr nicht zu klagen. Denn wer früh lernt, der wird Sieger, denn wer früh lernt, der wird klüger. Hört, verschwendet eure Zeit nicht, dann tut später es euch leid nicht. Dann könnt ihr den Menschen geben, was verschönert unser Leben. So viel gibt es zu erfinden. Ihr müsst euch nur überwinden, so viel gibt es noch zu wissen. Lasst den Fleiß euch so nicht missen, so viel gibt es noch zu lernen, von den Sternen, von den Kernen. So viel gibt es noch zu entdecken, von der Erde ihren Zwecken. Alles hat Allah gegeben, es bereichert unser Leben. Ach, war das eine schöne Nazam. Man fühlt sich gleich so entspannt. Habe ich recht, Maria? Ja, es war sehr abwechslungsreich. Ich finde sehr wichtig, dass man sich auch Nizams anhört, anstatt den ganzen Tag Musik sich anzuhören. Doch jetzt können wir uns erstmal was anderes anhören. Hier geben wir auch euch einen kleinen Einblick darauf, wie denn die Wissenswettbewerb in Ijtema ablaufen. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Denn wer früh lernt, der wird Sieger. Denn wer früh lernt, der wird klüger. Hört, hört, verschwendet eure Zeit nicht, dann tut später
es euch leid nicht, dann könnt ihr den Menschen geben, was verschönert unser Leben. So viel gibt es zu erfinden, ihr müsst euch nur überwinden. So viel gibt es noch zu wissen, lasst den Fleiß euch so nicht nissen, lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen, denn wer früh lernt, der wird Sieger, denn wer früh lernt, der wird klüger. So viel gibt es noch zu lernen, von den Sternen, von den Kernen. So viel gibt es zu entdecken, von der Erde ihren Zwecken. Alles hat Allah gegeben, es bereichert euer Leben. Denkt ans Wort unseres Propheten, gib uns Wissen, sollen wir beten. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Denn wer früh lernt, der wird Sieger. Denn wer früh lernt, der wird klüger. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Denn wer früh lernt, der wird Sieger. Denn wer früh lernt, der wird klüger. Hört, hört, verschwendet eure Zeit nicht, dann tut später es euch leid nicht, dann könnt ihr den Menschen geben, was verschönert unser Leben. So viel gibt es zu erfinden, ihr müsst euch nur überwinden. So viel gibt es noch zu wissen, lasst den Fleiß euch so nicht missen, lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen, denn wer früh lernt, der wird Sieger, denn wer früh lernt, der wird klüger. So viel gibt es noch zu lernen, von den Sternen, von den Kernen. So viel gibt es zu entdecken, von der Erde ihren Zwecken. Alles hat Allah gegeben, es bereichert euer Leben. Denkt ans Wort unseres Propheten, gib uns Wissen, sollen wir beten. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Denn wer früh lernt, der wird Sieger. Denn wer früh lernt, der wird klüger.
Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Denn wer früh lernt, der wird Sieger. Denn wer früh lernt, der wird klüger. Hört, hört, verschwendet eure Zeit nicht, dann tut später es euch leid nicht, dann könnt ihr den Menschen geben, was verschönert unser Leben. So viel gibt es zu erfinden, ihr müsst euch nur überwinden. So viel gibt es noch zu wissen, lasst den Fleiß euch so nicht missen. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Denn wer früh lernt, der wird Sieger. Denn wer früh lernt, der wird klüger. So viel gibt es noch zu lernen, von den Sternen, von den Kernen. So viel gibt es zu entdecken, von der Erde ihren Zwecken. Alles hat Allah gegeben, es bereichert euer Leben. Denkt ans Wort unseres Propheten, gib uns Wissen, sollen wir beten. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Lasst euch heute etwas sagen, dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Denn wer früh lernt, der wird Sieger. Denn wer früh lernt, der wird klüger. Nicht zu klagen, lasst euch heute etwas sagen. Dann braucht eins ihr nicht zu klagen. Denn wer früh lernt, der wird Sieger. Denn wer früh lernt, der wird abläuft, wie alle ruhig sitzen und sich die Reden anhören. Diszipliniert sind auch die Duties, die höchstpersönlich auch von Kindern gemacht werden. Dazu schauen wir mal, was die Kinder im nächsten Segment Kids on Duty sagen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir verteilen uns und es macht uns Spaß. Assalamu alaikum, ich heiße Simra Amir, ich komme aus Koblenz und ich mache das DT-Disziplin. Ich heiße Subda, komme sehr früh.
Ich heiße Nabila Ahmed Rajput und komme aus Stad und mache Discipline Duty. Ich heiße Adiba. Wenn ich groß werde, dann mache ich Duty. Ich heiße Mirab und ich komme aus der Jamaat Groß-Gerau. Ich heiße Dora Adan Butt, komme aus Koblenz und habe Duty im Nesafet. Und ich muss da die Schuhe richtig hinlegen von den Leuten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich heiße Risha Ahmed Rajput, komme aus Stade, mache Nesafet. Meine Aufgabe ist es, die Schuhe, die halt eben durcheinander sind, die halt eben richtig in einer Reihenfolge zu legen. Das sieht auch so schön aus. Ich habe Duty gegeben in Wasser gehen. Ich heiße Radia und komme aus Greffenhausen. Ich heiße Sanja und komme aus Frankenthal. Ich heiße Janet und komme aus Heusenstamm. Alhamdulillah, haben wir diesmal auch die Möglichkeit, die National Nasrat Security zu interviewen? Lasst uns sehen, was sie uns über das Ijtima berichten können. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیکٹری نصرات کے جو پورا سال کام ہوتے ہیں وہ بتانے کے لیے کہا گیا ہے تو کام اللہ کے فضل سے Mir wurde gesagt, dass ich die Aufgaben der National Nasrat Sekretary erklären soll. Bei der Abteilung Nasrat al-Ahmadiyya gibt es 10 Aufgabengebiete. Darunter zählt interreligiöser Dialog, also Tabligh, Erziehung, Bildung, Gesundheit des Körpers, Sanatuhilfat, wodurch Ausstellungen organisiert werden, Finanzen, Aufgaben der Generalsekretärin und der Assistentin, sowie Bearbeitung von Berichten. Und wie Gott will, wird in diesen Bereichen das ganze Jahr über sehr viel gearbeitet. In Deutschland sind insgesamt ca. 2600 Nasrats. Und deshalb muss man in dieser Abteilung sehr mühsam arbeiten. So verschicken wir monatlich Lehrmaterialien für die Förderung des interkulturellen Dialogs, Erziehung, Bildung und Sanatuhilfe. Abgesehen davon werden nebenbei auch andere Veranstaltungen organisiert, beispielsweise Projektwochen, Ferienprogramme oder auch die Planung von größeren Events, wie die nationalen Wissenswettbewerbe für die Nasrat. Dazu erstellen wir auch die Lehrmaterialien für die Wissenswettbewerbe und verschicken diese zeitnah an die Gemeinden. So wurden die Lehrmaterialien für die Wissenswettbewerbe 2015 schon ausgehändigt. Bhej dete hain jaise is saal ab khuda ki fazl se 2014 ka ijtema khatam hua hai to is pe humne 2015 ka nasrat ka ijtema nisab jo hai wo taqseem kar diya hai. Außer diesem großen Event gibt es da noch die nationalen Sportwettbewerbe, welche dieses Jahr im August stattfanden. Daran nehmen die Mädchen auch mit großer Leidenschaft teil. Dann wird noch, so Gott will, im Dezember die jährliche Talim und der Bitiglas, die Erziehungs- und Bildungswoche, stattfinden. Auch daran nehmen die Nasrats mit großer Freude teil. Dafür werden auch wiederum Lehrhefte verschickt, die verschiedene Themenbereiche beinhalten. Darunter zählen das Auswendig lernen vom Koran und der Ahadith. Außerdem werden auch verschiedene Themen über interkulturelle Dialoge, Bildung und Erziehung behandelt. Eigentlich wird so das ganze Jahr überrascht gearbeitet, denn wenn ein Event beendet ist, beginnt schon die Vorbereitung für das nächste. So neigt sich auch heute mit den Segnungen Gottes dieses jährliche Wissenswettbewerb dem Ende zu. Und in diesem haben die Nasrat mit sehr viel Freude und Fleiß teilgenommen. Und sie waren auch sehr gut vorbereitet. Vor allem die Gesangswettbewerbe, die diesmal auf der Hauptbühne stattfanden, waren sehr schön. Dafür gebührt vor allem den Mitgliedern
gemacht haben, großer Dank, da sie mit viel Mühe und Fleiß mit ihren Töchtern zusammenarbeiten und üben. Das Ziel, welches wir aber über das ganze Jahr versuchen zu verfolgen, ist es, in den Mädchen die Liebe zum Khalifat herzustellen. Dies wird aber nur durch die Segnungen Gottes und den Gebeten des Khalifen erreicht. Möge Gott uns die Fähigkeit geben, durch diese Abteilung in den Mädchen die Liebe zum Khalifat und die ihr gebührende Hingabe und Treue in den Nasirat zu entwickeln. Es gehört auch zu unseren Zielen, den Nasirat beim Aufbau einer lebendigen Beziehung zu Allah zu helfen. Wenn sie eine Liebe zum Khalifat pflegen, dann werden sie, so Gott will, auch mit Allah selbst eine Beziehung entwickeln. Denn unser geliebter Hazur ruft ja selbst zu Allah auf. Und so wird dann durch den Gehorsam der Mädchen zum Khalifen die Keuschheit und Erziehung der Mädchen Fortschritte machen. Wie ihr heute sehen konntet, nehmen an den Ijtima viele Nasirat teil. Wäre auch wirklich schwer zu übersehen. Doch falls ihr nicht genug davon mitbekommen habt, dann könnt ihr jetzt in Kids Impression sehen, welche Eindrücke die Kinder im Ijtima gesammelt haben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich komme aus Pforzheim und mir gefällt das Ijtima sehr. Mirat din bas yahi ek sada hai ke jis alam mein kaun ka ek khuda hai. Hallo, ich bin die Samrin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich heiße Nadia Ahmed, ich komme aus Pforzheim und mir gefällt das Ijtima auch. Usine to pehda kiya Ijtima ko sitaro ko suraj ko aur aasma ko. Und mir hat Ijtima gefallen, dass ich mit meiner Freundin gespielt habe. Assalamu alaikum, ich bin Alicia Ekbar, ich komme aus Frankenberg und mir gefällt das Ijtima sehr gut, weil man hier viele Sachen lernen kann. Ich heiße Dania Ahmad und komme aus Mannheim und mir gefällt es in Ijtima. Assalamu alaikum, ich heiße Rusa Shah. Ich heiße Kashifa und ich komme aus Bad Kreuznach. Ich fand es in Ijtima toll, dass ich meine Freundin, meine Cousine gesehen habe und mit denen spielen konnte. Und mir gefällt es hier, ich habe sehr viele. Hallo, ich heiße Madiha und im Ijtima gefiel mir, dass ich von vielen Teilnehmerinnen, die Gesichter und so hören. Und ich habe heute mit meinen Freunden gespielt. Und das hat ich ja mit meiner Mutter ein bisschen geholfen, zum Duty zu machen und es hat Spaß gemacht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich heiße Barida und komme aus Mörfeld. Mir gefällt es hier sehr, denn hier gibt es auch viele interessante Programme und ich finde es hier sehr toll. Und die am meisten gefiel mir das Essen und die Teilnehmerinnen und das Gesicht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin die Rida und ich komme aus Nauheim und mir gefällt es hier sehr. Ich mag hier das Essen und die Programme sind auch sehr interessant. Liebe Mutter, als ich klein war, hast du mir ein Lied gesungen. Ich komme aus Köln und ich
Ich heiße Svera und mir gefällt es hier, hier kann man gut lernen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich heiße Isha, ich komme aus Dietzenbach. Mir gefällt es hier sehr und die Unterhaltungen gefallen mir auch. Die spontanen Spiele sind sehr gut aufgerichtet worden und dann noch alles, die Vorbereitungen waren auch sehr schön. Ich bin 4 Jahre alt. Assalamu alaikum. Ich heiße Sabine, bin 9 Jahre alt. Mir gefällt es hier sehr. Man kann hier arbeiten, man kann hier eine Maß machen. Und seht die Fahne der Jamaat, wie sie weht über dieser Mond und Sonne sind ein Licht aus der Minare, er spricht. Und mir gefällt das auch sehr, dass man auch viel hier lernen kann. Und Bücher kann man auch hier finden. Ich heiße Ramschak, ich komme aus Dietzenbach und mir gefällt es sehr. Wie friedlich und unterschiedlich doch die Eindrücke der Kinder waren. Ja, wirklich sehr süß. Wir hoffen, euch hat unsere Spezialsendung gefallen. Inshallah sehen wir uns das nächste Mal wieder mit einer weiteren interessanten Sendung. Bis dahin. Alaikum Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.